Mit großen Ambitionen gestartet, mit schwachen Zeiten das Ticket für Olympia erzittert. Als Schnellläuferin Stefanie Beckert. Die Saison verlief für die Langstreckenspezialistin katastrophal. Die Team-Olympiasiegerin von 2010 startete im Weltcup zuletzt nur noch in der unterklassigen B-Gruppe. Ihre Qualifikation für Sochi daher wie eine Erlösung. Ich habe es halt deutlich auch gemerkt, dass es auch im Körper dann ein bisschen Spannung gelöst hat, auf jeden Fall. Jetzt, ja, werden wir weiter nach vorne schauen und dann hoffentlich im Februar angreifen. Doch um am Schwarzen Meer wieder erfolgreich zu sein, muss sich Beckert gehörig steigern. Die 25 Jahre alte Erfurterin kämpft nicht nur mit ihren fast schon chronischen Rückenschmerzen. Die Dauerfehde mit Konkurrentin Claudia Pechstein sowie die Nichtberücksichtigung im Teamlauf Anfang Dezember nagen an ihr. Jetzt hat mich wieder keiner angesprochen oder gefahren oder so, also ich stehe wieder nicht drin im Team. Und ich kann es eigentlich ändern, ich finde es natürlich sehr traurig, dass ich nicht mitlaufen darf. Ihr Karrierehighlight hatte Stefanie Beckert in Vancouver. Dort lief sie zu Teamgold und holte zweimal Silber. Doch aktuell wäre eine Medaille in Sochi eine faustdicke Überraschung.